Hi, hier ist der Frank von Footblock Hamburg schon wieder. Wir haben gestern ja schon ein Galdona-Café gemacht. Ich muss da auf meinen Zettel gucken. Meine Frau bringt mich völlig durcheinander. Die erzählt immer irgendwelchen anderen Quatsch und dann kann ich das nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, Dalgona-Café haben wir gestern schon einmal gemacht und wir wollen jetzt heute noch eine neue Variante machen. Dafür machen wir gleich die Cream hier wieder, wie letztes Mal. Und dann mache ich für das Getränk selber unten drin aus Ananas und Kokosmilch ein schönes Getränk, wo wir dann halt oben drüber die Cream machen. Dann wollen wir mal starten. Heute habe ich so ein bisschen im Internet geguckt. Das muss ich euch echt erzählen. Und habe da eine andere Bloggerin gesehen, die sich über den Dalgona-Kaffee aufgeregt hat und sagte, oh, so ein löslicher Kaffee, das geht überhaupt nicht. Und so viel Zucker da drin, das will ich auch nicht, das machen wir ganz anders. Und dann hat sie sich hingestellt, hat einen Espresso gemacht mit ihrer Espresso-Maschine, hat dann da gefrorenes, was waren das für Erbsen? Kichererbsenwasser reingeschmissen und hat das dann aufgequirlt. Mit so einem Plastik-Motor-Quirl, womit man eigentlich so gerade eben Eischnee auf die Reihe kriegt. Und das hat sie dann hinterher oben über ihre kalte Milch, wo noch nicht mal Eis drin war, getan und meinte dann, dass das auch ein Dalgona-Kaffee wäre. Und das wäre eine geile Variante. Aber es ist keine Dalgona-Kaffee. Sorry, aber entweder macht man es richtig oder man macht es gar nicht, oder? Was sagt ihr da draußen? Schreibt mal eure Meinung unten drunter. Und könnt mir natürlich auch gerne aufs Maul hauen und mir sagen, ey, du Idiot, das ist überhaupt nicht nett von dir, dass du dich darüber aufregst, was andere Leute so machen. Das tut man nicht. Dann habt ihr auch völlig recht. Aber trotzdem, ich habe hinterher in ihrem Channel so ein bisschen weitergeguckt. Die kocht nur mit so einer komischen Quirl-Mix-Maschine irgendwie, die auch gleichzeitig kochen kann und sowas. Das hat bei mir nichts mehr mit Kochen zu tun. Die schmeißt da die ganze Chili rein, ja, und dann lässt sie die Maschine da auf Turbo drehen und dann klebt die Chili außen am Topf und dann muss sie da erstmal wieder runterschaben und nee, danke. Also Kochen ist für mich, ganz ehrlich, für mich ist das was ganz anderes. So, für alle, die jetzt das erste Mal gucken, wie ich Dalgona-Kaffee mache, also 2 Esslöffel Instant-Kaffee und 2 Löffel knallheißes Wasser und dann muss da gleich der Zucker noch drauf. Ich nehme mal einen Hauch mehr Wasser, weil ich gerne möchte, dass sich das anständig auflöst. Und ein bisschen sanfter kann man ja auch mal mit den Sachen umgehen. Ich rühre hier schon mal so ein bisschen, damit sich das richtig gut auflöst und dann tue ich da gleich den Zucker zu. So, Kaffee, Wasser aufgelöst, klumpenfrei, 2 Esslöffel Zucker. Ein bisschen mehr, ne? Immer ein bisschen mehr. Man könnte da jetzt auch noch einen Hauch Kakao reintun, wenn man will. Das Ganze werde ich jetzt gleich mixen. Das zeige ich euch. Und ich werde jetzt trotzdem mich einfach schon mal hinstellen und werde einmal ganz schnell meine Ananas halbieren. Halbieren wir die, Schatz? Ja. So? Genau. Die sieht geil aus, oder? Richtig. Genau, da tue ich jetzt hier Folie drauf, die gibt es morgen. Die Hälfte, die mache ich jetzt eben schnell die Schale ab, Kerne in der Mitte raus, mache ich das ein bisschen klein und dann kommt das da hinein und da kommt dann gleich meine Kokosmilch dazu. Bis gleich. So, ich habe unsere Ananas jetzt so ein bisschen außenrum die Schale weggeschnitten, habe die ganzen Blüten alle schon weggeschnitten. Jetzt schneide ich mir das schön in Scheiben. Sieht ganz geil aus, das Teil. Kommt ja auch nicht auf Schönheit an. Geht ja eh gleich alles in den Mixer. So, mal gucken, wie weit ich hier rüber schneiden kann. So, das Teil kommt noch weg. Und jetzt schneide ich die immer hier so auf, dass das Mittelteil, dass ja auch holzig damit zurechtkommt. Und der Rest kommt dann gleich alles schön in mein Glas hier rein und dann werde ich das da erstmal schön durchmixen. Dann tue ich da die Kokosmilch drauf und dann gucken wir mal weiter.
Ihr werdet es nicht glauben, was ich gerade für Schelte gekriegt habe, weil ich mich hier gerade über die andere Bloggerin aufgeregt habe. Aber ab und an muss man halt auch mal seine Meinung sagen, ne? Weil so verlogen, das geht ja gar nicht. Oder? Nein, nein, das ist schon klar. Also. Wenn es nicht so richtig gemacht. Natürlich ist Kochen eine Nummer, wo jeder natürlich selber entscheiden kann, wie er will. Aber ich finde, so eine Geschichte, so, wo so halbherzig gekocht wird, ich weiß nicht. Aber das entscheiden ja im Endeffekt auch die Zuschauer. Und die hat ganz gute, hat ja eine ganze Menge Follower. Also da kann man echt nichts sagen. Besser als ich auf jeden Fall. Aber die ist auch schon länger dabei. Ach übrigens, wir sind jetzt seit einem Jahr dabei. Juhu! Genau, wir haben das gar nicht gefeiert. Haben uns eher Arbeit gemacht und machen ein paar gute Videos. So, meinst du nicht, dass das reicht? Oder soll ich da wirklich alles reintun? Noch ein paar alles. Okay. Schmeckt das Ding besser. Genau, ich melde mich gleich, wenn das alles da drin ist und dann quirlen wir das mal durch. So, ihr Lieben, dann wird es mal wieder laut. Und jetzt kommt die Kokosmilch? Ja, genau. Jetzt tun wir da schön Kokosmilch drauf. Mhm. Tipptopp. Das sieht doch gut aus. Sehr so, schön. Genau, jetzt wird das mal kurz gequirlt hier. Fertig. So, jetzt mal eben schnell den Kaffee anfangen zu quirlen. Fertig. Da kann man schön sehen, wie fest das ist. So muss das sein. Alles andere, finde ich, wenn das da so flüssig durch die Gegend fliegt, bringt gar nichts. So, schön Eis in die Gläser. Dann füllen wir da wieder schön unser eben gequirlte Ananas mit Kokos rein. Das kühlt jetzt schön runter durch unser Eis. Das sieht gut aus, ja, finde ich auch. So. Wollen ja nichts verschwenden von diesem sehr schönen Getränk. Und dann nehmen wir uns den anderen Löffel. Und dann kommt schön ein Klacks Dalgona obendrauf. Ich glaube, ich brauche gleich mal einen zweiten Löffel. Wobei, letztes Mal habe ich schon gesagt, ich will das in den Spritzbeutel tun, weil es besser geht. Also, wenn ich jetzt die nächste Variante mache, die habe ich schon im Kopf, die kommt, dann werde ich das alles in den Spritzbeutel tun und dann mache ich das damit. Ich glaube, das geht viel besser und viel einfacher als so. Ziemlich fest diesmal. Letztes Mal war das ein bisschen flüssiger. Aber ich finde das so auch ganz geil. So, that's it. Jetzt noch ein Strohhalm und dann sind wir gleich fertig. So, Strohhalm rein. Der will nicht so. Kleine Verzierung obendrauf. Ready. Schön, toll. Das war's. Wir werden den jetzt gleich genießen. Dann würde ich sagen, schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Video machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns. Und ja, habt Spaß am Nachmixen oder Nachkochen, wie wir das nennen wollen. Bis zum nächsten Mal wünschen euch einen schönen Abend. Ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.